Und damit herzlich willkommen zurück zur Season 11 der F1 Bros. Wir sind wieder zurück mit der 6. Runde im Kalender. Monte Carlo, das Fürstentum, sozusagen das Wohnzimmer der meisten Formel 1 Piloten. Wir sind endlich da in diesem Jahr und wir freuen uns auf ein Rennen in diesem wunderschönen Land. Circuit de Monaco, wir schauen uns die Strecke an, am Hafen gelegen. Die enge Strecke, die langsame Strecke, die kurze Strecke, 3,3 Kilometer, deshalb fahren wir auch 52 Runden. 19 Kurven hat sie und eine DRS-Zone, vor allem Kurve 1, aber vielleicht auch mal Kurve 3, vielleicht auch mal die Haarnadel Kurve 6. Da kann man reinstechen und vielleicht auch mal Kurve 10, die Schikane. Also das sind alles Möglichkeiten. Also wir freuen uns auf den großen Preis von Monaco und schauen auf die Reifen C3, C4, C5. Strategisch sind hier immer weniger Stops mehr, weil ein Boxenstopp bedeutet Track Position und die ist hier enorm wichtig. Wir sind mal gespannt, was wir hier sehen. Wahrscheinlich eine 2-Stop habe ich mir so angeschaut bei den Longruns. Wir schauen aber erstmal auf Starting Grid und auf ein neues Team. Wir haben also Jordan mit dabei jetzt zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren. Die haben es geschafft, haben eine Erlaubnis bekommen und fahren mit beiden Pobatniks, die sie verpflichtet haben zu dieser Saison als Stammpiloten. Dominik Heinz Pobatnik von der 15, Dennis Pobatnik von der 14, muss aber aus der Box starten, also fürs neue Team läuft es noch nicht. Binder Reusdorf kommt zurück, fährt mit heute. Jomaso Heller muss auch aus der Box starten, davor steht Tim Haug dann auf der 11, Frank De Reitzer von der 10, Tan Hamsen von der 9, Lukas Bulle startet von der 8, davor steht der Audi von Christian Beckmann auf der 7, Janiklas Weiter von der 6, Oliver Bolfron startet von der 5. Und davor steht Kenny Gomez im Red Bull, davor steht Noah Bergmann im Williams und die erste Reihe. Mal wieder McLaren da vorne, Florian Paul und mal wieder der gewohnte Julian Klaffenberg von der Pole. Wir sind gespannt und gehen gleich ins Rennen. Und erstmal gehen wir in die Formation Lab und schauen auf die Startreifen. Davor schauen wir aber auf die Kommentatoren-Sitze neben mir. Da sitzt nämlich kein geringerer als heute Julian Gerlach. Hallo, warum denn das? Hallo, ja. Wie zu erwarten, Monaco und ich ist jetzt nicht so gut. Ich bin erst einmal mitgefahren in der Formel 2, habe dort ein Podium weggeworfen. Durch einen Bug, will ich dazu sagen. Aber ich war krank, als wir das Rennen gefahren sind. Mit Schmerzen Monaco ist schwierig. Aber dafür, wir sind die Experten in Monaco. Letztes Jahr war ein großes Rennen von dir bis zum Tunnel. Wie gesagt, ich sonst nicht mitgefahren. Aber dieses Rennen wird spannend, denn Klaffenberg hat noch nie ein Rennen nicht als erster beendet, wenn er das ist richtig. Ist. Jedes Rennen, das er gestartet hat, ist er auf Position 1 ins Ziel gekommen. Das ist schon enorm und auch im Quali, wir sehen die Quali-Zeiten, ist er schon ein gutes Stück weg. Auf so einer kurzen Strecke, das ist nicht ohne. Und wir haben gerade gesehen, das haben wir gar nicht thematisiert, wie Terrorheizer stehen geblieben ist, dann aber doch losfahren konnte. Und hier sehen wir Jomaso Heller, was ist da passiert? Schon die erste Replay. Oh, dem ist da wahrscheinlich an der Box wegen Pitlane Start. Ja, das ist richtig. Hier sehen wir Tan Hamsen. Deshalb muss der aus der Box starten. Also, Heller hat es nicht aus der Box geschafft. Tan Hamsen ist da schlicht und ergreifend den Pobatnik rein. Das gibt's doch nicht. Das gibt's nicht. Das ist super bitter für Pobatnik vor allem. Super bitter und das wird auf jeden Fall eine Strafe für Tan Hamsen kriegen. Und das ist auf dieser Strecke verdammt schlecht, denn wenn du irgendjemanden hinter dir hast, oder die Strecke ist nicht groß, hier sind 10 Sekunden verdammt viel und du kannst halt auch nicht überholen. So ist es. Schon mehr. In der Boxengasse ist Tam Harmsen, ist auch in der Boxengasse. Dass Pobatnik hinter ihm aus der Box fährt, ist interessant. Ja, wir warten das mal ab. Wie dem auch sei, ganz kurz noch ein Wort zur Strategie. Also weniger Stops sind hier natürlich immer mehr, weil man will hier, wenn möglich, immer vorne bleiben, keine Track Position abgeben. Deshalb am liebsten fährt man hier eine 1-Stop. Wenn ich mir die Longruns anschaue, glaube ich aber, dass das eher eine 2-Stop wird. Wie dem auch sei, wir schauen uns erstmal den Start an und schauen danach auf die Strategie. Es geht also los hier im Fürstentum von Monaco. Happy Flippo steht oben und die Ampeln gehen an. 1, 2, 3, 4, 5 rote Lichter in Monaco und los geht's. Der große Preis von Monaco ist freigegeben. Klaffenberg kommt wie gewohnt gut weg. Der McLaren ähnlich gut. Und da gibt's aber die Attacke von Williams bzw. von dem Alpha Tauri, der Gomez angreift. Das ist Bolvron, der da Attacke macht. Ansonsten ging's bis hierhin relativ gut. Und bisher noch keine Kollision. Terrorheizer ist am Start schon wieder. Irgendwas schon wieder. Stimmt mit seiner Kupplung nicht. Und da gehen auch die aus der Box los. Und genau, so ist es. Terrorheizer, der hat in der Einführungsrunde ist ja schon stehen geblieben. Und jetzt schon wieder ist das bitter. Zurückgefallen auf die 12 mit einem riesen Zeitabstand.
Das muss er erstmal zufahren. Jetzt durch den Tunnel, wo man innen aufpassen muss, haben wir letztes Jahr gelernt. Ja, und Stelle. Das Problem ist, die aus der Box mussten ja alle auf Terrorholz erwarten, da er... Das ist der nächste Wegklappen weg in der Wand! Deployed. Safety Car deployed. Safety Car kommt sofort raus. Ach du meinst, das ist wie letztes Jahr. Das haben die doch wohl nicht gefixt. Das gibt's nicht. Hoffentlich geht's Klaffenberg gut. Der junge Österreicher. Er ist gestartet und nicht als erster ins Ziel kommt. Damit ist diese Streak, habe ich leider mit dem Commentator's Curse mal wieder zerstört. Und Juri kann froh sein, dort unverletzt rauszukommen. Das ist ja so bitter. Das ist ja so bitter. Jetzt weiter gehen die ersten wohl an die Box, die wahrscheinlich die einen Schaden haben, beziehungsweise vielleicht der ein oder andere Softrunner. Paul fährt aber weiter, übernimmt damit die Führung. Bergmann auf 2, Bolfmann damit auf 3. Hier sind wir, das ist Gomez, der in der Box ist. Das ist weiter. Der geht auf Hart und versucht vielleicht durchzufahren. Das ist immer noch weiter, das ist nicht Reusdorf. Reusdorf ist da. Da ist Reusdorf. Die Regie, die muss ich auch noch etwas sortieren. Und das kann natürlich gut sein, sollten die aus dem hinteren Mittelfeld jetzt vor Gomez und weiter sind, nicht zu langsam sein, könnte das mit den Hart sogar eine gute Strategie sein. Binder der Erste, der eine Strafe bekommt, im Übrigen, 5 Sekunden, weil der in der Boxengasse zu schnell war. Das Wrack steht Ausgang Tunnel links, es könnten Teile im Tunnel auf die Ideallinie liegen. Aufpassen. Und wir hören im Hintergrund von der Rennleitung, es ist absolute Vorsicht geboten im Tunnel. Und da muss man sich jetzt einfach mal fragen, wir müssen natürlich eine Replay abwarten, was es dann letztendlich genau war, aber ich vermute ja fast, dass es das Gleiche war wie bei mir im letzten Jahr. Und dann muss ich sagen, haben die Streckenkonstrukteure, die Marshalls beim Aufbau, einfach einen unfassbar schlechten Job gemacht, weil das hätte sich eigentlich nicht mehr wiederholen dürfen. Und so wie der da nach wie vor steht, sieht das nicht gut aus. Ich hoffe, der steigt bald aus. Ich hoffe, er steigt aus, während sich Gomez fragt, ob es überhaupt richtig war, in die Box zu gehen. Während sein Team aber sagt, dass es die einzige Chance ist auf einen Sieg. Und anscheinend schätzt man, dass Paul und Bergmann vor denen, der viel zu schnell ist und sie so einen strategisch guten Move machen müssen. Ja, verkehrt ist es nicht zwangsläufig. Gomez gestartet von 4, ja. Hier sehen wir übrigens nochmal eine Replay. Ja, da sehen wir es jetzt. Also Klaffenberg, der da über die Barriere noch drüber springt. Also in dem Fall zum Glück nicht in den Hafen wie ich letztes Jahr. Das hat ganz schön wehgetan. Aber also das darf nicht sein, dass der über eine Barriere fliegt. Das ist so gefährlich. Ganz, ganz, ganz schwerer Unfall und so wie das aussieht, war das exakt wie im letzten Jahr, dass da eigentlich eine Öffnung in der Leitplanke ist und da muss ich schon sagen, das darf nicht sein und da nehme ich Klaffenberg in Schutz. Kann man natürlich argumentieren, naja, im Endeffekt ist er gegen die Wand gefahren, ja, aber wenn die Leitplanke zu gewesen wäre, wäre nichts passiert. Wir schauen auf den Start, Kenny Gomez, der ist gut weggekommen, konnte es dann nicht ganz nutzen, ist hier neben Bergmann, aber mit Kurve 1 am Start, da versucht man nicht so viel, da will man nicht schon das Rennen beenden. Hat sich dann noch ein bisschen härter verteidigt gegen den AlphaTauri, ist aber glatt gegangen. Und hier sehen wir nochmal in der vor der Formation Lab noch, wie Ten Hamsen sein Rennen und das Rennen des Jordans ruiniert. Deshalb im Übrigen der Popatnik auch aus der Box gestartet. Das ist schon bitter. Eben in der Replay vom Start aus Kennys Sicht haben wir gesehen, dass man aufpassen muss in Turn 1. Dort kann man ziemlich leicht abkürzen und wenn das... Ich weiß nicht, ob es Bergmann abgekürzt hat, aber sollte man das öfters machen, kann das auch Strafen geben. Dort geht es ziemlich einfach abzukürzen und das sollten sie nicht zu oft machen. So ist es. Im Hintergrund im Übrigen, das fand ich ganz schön, dass die Regie uns das gezeigt hat. Tommaso Heller aktuell mit der schnellsten Runde ist natürlich nichts wert, weil das ist unter dem Safety Car, aber trotzdem für die Geschichtsbücher, für die Statistiken, Tommaso Heller hat eine schnellste Rennrunde. Es gab auch Rennen, wo eine schnellste Rennrunde unter einem Safety Car viel wert war. Zum Beispiel in echt Bar 2021. Wohl wahr. Also falls wir eine rote Flagge sehen und nicht mehr gestartet wird, dann behalten wir die mal, ne?
gut. Wie dem auch sei, wir sortieren einmal ganz kurz. Schauen, wer hat denn gestoppt, wer ist denn wo? Also, wir führen einmal von oben nach unten links im Tower. Also, Florian Paul McLaren hat sich nichts zu Schulden kommen lassen, führt das Rennen also an vor Bergmann und Wolfhorn. Die sind in etwa so gestartet. Wolfhorn, der kam von 5. Gomez, der von 4 war, der ist ein bisschen zurückgefallen durch den Stop. Beckmann dann nach vorne gerückt, wie, genau wie beide Mercedes, Bode und Haug. Haug, der von relativ weit hinten kam, von der 12. Der ist jetzt auf der 6. Dann sehen wir Probatnik, und zwar den wir gerade auch im Bild sehen, Dominik Heinz Probatnik von auf der 7. Das ist super für das neue Team. Das müssen sie jetzt irgendwie heimbringen und die ersten Punkte holen. Der hat hier aber ein bisschen Probleme mit der Kupplung, die ich gerade in der Löwshaarnadel habe, die nicht mehr so heißt. Dahinter Terrorheizer und dann eben die ersten, die gestoppt haben, nämlich Gomez und Weiter. Die wollen beide wahrscheinlich durchfahren. Das könnte zwischen den beiden ein bisschen krachen, die haben eine Historie. Und dann dahinter Heller, Ten Hansen und der andere Probatnik. Reusdorf auf der 14 und Klaffenberg der erste und einzige, der bisher ausgeschieden ist. Und das wird jetzt strategisch ganz interessant. Safety Car in this lap. Safety Car in this lap. Und das Safety Car kommt am Ende der Runde rein, das ist gut, dann haben wir einmal sortiert. Mernd Beiländer fährt jetzt also rein. Und Julian, warum übernimmst du nicht den Restart? Ja, man, nur zur Verbesserung, es ist nicht die Lösung. Grand Hotel Herpin. Oh, der Riesenkult, das gibt's nicht! Und da ist der Heckflügel ab! Probatnik! Safety Car deployed, Safety Car deployed. Da kommt das Safety Car direkt wieder raus, Restart abandoned. Das gibt's nicht! Das kann nicht sein, Probatnik wird da rasiert. Von, das war Terrorheizer oder nicht? Das war Terrorheizer. Das war der andere McLaren, der einfach hinten drauf gefahren ist. Das kann nicht sein. Die Replay will ich sehen. Also ein Terrorheizer. Was haben die Probatniks vor dem Rennen gemacht, damit die sowas kassieren? Also ein unglaubliches Pech. Das muss man jetzt auch sagen, war wahrscheinlich nicht ganz optimal, dass er jetzt wieder zurück in die Box gefahren ist. Aber gut, in Monaco, naja. Wird wahrscheinlich auch noch was nach sich ziehen, da darf er eigentlich nicht mehr weiterfahren, aber der Terrorheizer mit seiner Erfahrung, dem darf doch sowas nicht passieren, das gibt's doch nicht! Wir schauen einmal, hier also Gomez. Aus Kennys Perspektive. Der hat völlig geschlafen. Der hat völlig geschlafen. Also ich glaube, da ist es auch einfach mal Zeit, dass der sich altersbedingt auch einfach mal beim Arzt meldet und mal nachschaut und prüfen lässt, ob der überhaupt noch fahren darf. Also der hat ja völlig geschlafen, überhaupt nicht aufgepasst, woanders hingeschaut, ich weiß auch nicht, was das war. Aber der schießt den Probatnik da ab. Ist das bitter. Vor allem für Probatnik. Terrorheizer kann wohl immerhin weiterfahren, würde ich vermuten. Müssen wir abwarten. Unglaublich. Wobei ich aber auch sagen muss, vielleicht liegt es bei Terrorheizer auch an der Kupplung. Ihm ja zu Beginn des Rennens auch schon Probleme gemacht. Meinst du, da sind die Kupplung vielleicht hängen geblieben? Vielleicht. Das würde eigentlich nichts mit der Bremse zu tun haben. Überforderung vielleicht. Vielleicht irgendwie auch Sachen ausprobiert, nicht hingeguckt. Ja, wobei eigentlich sollte man immer auf die Strecke gucken. Also die Schuld will ich nicht von ihm nehmen, aber vielleicht hat das ja auch irgendwas mit seinen Pedalen zu tun. Wir hören mal hin. Ein Tag rein. Weißt du, was du. Hast du das gehört? Der ist vom Gas und auf die Kupplung, aber nicht auf die Bremse, glaube ich. Und da kommt er wieder nicht weg, jetzt kommt er doch weg. Meinst du, der hat irgendwie Probleme mit der Pedalerie? Kann gut sein. Im Übrigen, es hört sich auf jeden Fall nicht gesund an, was er da macht. Ja, nee, das ist wie wenn Oma zum ersten Mal seit 10 Jahren mal wieder das Auto anschmeißt. Und der arme Dennis Probatnik, der kann da nichts für. Vor ihm sind langsam wegen der Schikane. Ja. Ich meine, das ist immer eine tricky Stelle, da werden sie oft langsam vom Safety Car Restart, da haben wir schon viele Unfälle gesehen in den vergangenen Jahren. Das ist so ein bisschen eine Verkettung. Aber in dem Fall würde ich sagen, ist es nicht mal unglücklich, weil Terrorheizer war so weit hinten dran und versagt dann einfach völlig. Menschliches Versagen, würde ich sagen. Hier sehen wir, wie Castillo Sims, der Safety Car Fahrer, in die Box geht und denkt, oh, ich mache jetzt mal eine Pause, trink mal einen Schluck und upsala, Safety Car deployed und weiter geht's. Da kannst du vielleicht mal aus dem Nähkästchen plaudern. Du bist ja selbst auch schon das ein oder andere Rennen mal das Safety Car gefahren. Wie ist das denn? Ja, also normalerweise fährt man in die Box und dann aus Sicherheitsgründen lässt ihr halt den Tank nochmal auf. Safety Car in this lap, Safety Car in lässt die Reifen überprüfen. Lab. Aber hier hat man auch gesehen, er wollte seine Reifen überprüfen lassen. Aber dann muss man auch schon wieder raus. Diese Reaktion ist eigentlich immer ziemlich witzig, weil du halt dann nur hoffst, vor den anderen wieder rauszukommen. Ja, ja, ja.
Klaffenberg hat es im Übrigen ins Fahrerlager zurückgeschafft. Und dem geht's wohl gut. Aber Julian, Florian Paul gibt das Tempo gleich vor. Kommentier du das doch mal. Dann versuche ich es diesmal auch, ohne einen Unfall, hoffentlich. Während Florian Paul jetzt Gas gibt an einer ziemlich offensichtlichen Stelle, meiner Meinung nach. Während Bergmann auch mit den Mediums jetzt versuchen muss, in den nächsten zwei Runden dran zu bleiben. Hier ihn nicht abziehen. Und jetzt muss Florian Paul wirklich versuchen, so schnell es geht, die Sekunde Abstand zu bekommen, um wegzufahren, weil sonst wird das ein riesiger Train und durch seinen Reifenvorteil, den er jetzt hat, später ein riesen Nachteil. So ist es. Jetzt ist erstmal das Taktieren angesagt. Schauen, wer hat welche Pace, wo kann man vielleicht einen kleinen Vorteil ausnutzen? Das gibt's nicht, der nächste Jordan in der Wand. Popatnik überschätzt sich. Knallt in die Wand, Frontflügel wahrscheinlich beschädigt, geht aber weiter für ihn. Also für die Jordans läuft's überhaupt nicht. Das ist ein erstes Rennen für Jordan, was man zu ziemlich schnell auch vergessen kann. Während Kenny oft hart überholt, aber hier es noch nicht versuchen kann gegen Tim Haug. Ja, da muss man jetzt einfach abwarten, dass sich vielleicht eine Lücke bildet vor einem und dass man dann nicht mehr im DRS-Zug bzw. im Windschattenzug hängt und dann vielleicht mal was nutzen kann. Erstmal Florian Paul, aber mit einer super ersten Runde nach dem Restart. Der ist nämlich knapp 3 Sekunden vor P2, vor Bergmann. Und der ist unter Druck von Wolfron. Da Bergmann auch auf den langsamen Reifen. Aber vielleicht war das auch für Bergmann ein großer Fehler, auf dem Medium zu starten. Denn der Alpha Tauri hat ja keinen Frontflügel. Diese Runde freigegeben. Hat er keinen Frontflügel? Das müsste dann aber Jomaso Heller sein. Das ist Heller ohne Frontflügel, oder nicht? Und der hat auch keinen Frontflügel. Der hat keinen Frontflügel und gibt jetzt. Der muss jetzt aufpassen, dass er das nicht in die Wand knallt und da vielleicht noch irgendwas auslöst. Ein Safety Car oder eine Kollision. Das ist Jomaso Heller ohne Frontflügel. Das gibt's doch nicht. 8 Runden und wir hatten noch nichts. Keine saubere Runde. Das kann nicht sein. Und jetzt komm, Junge, lass die Leute da durch und riskier da nichts. Ich finde das wahnsinnig, dass er sich doch noch so gut auf der Strecke hält, obwohl er keinen Frontflügel hat. Dafür ist er noch ziemlich flott. Die Strecke ist ja auch ziemlich langsam eigentlich in den Kurven. Wobei er aber auch schon ziemlich viel verliert. Das stimmt. Jetzt muss hier der Jordan einfach mal taktieren, geduldig sein, Popatnik. Und dann. Aber dass der Heller da jetzt noch so kämpft, das kann nicht sein. Er müsste eigentlich, sein Auto ist kaputt, einfach an die Seite gehen und die Leute vorbeilassen. Wie eine blaue Flagge eigentlich sollte er jetzt das behandeln. Ja. Aber was ich interessant finde, dass Klaffenberg in die Box gegangen ist und nicht seine private von Grosjean gesponserte Yacht ist. Das stimmt, eigentlich müsste man meinen, der würde jetzt, aber es kann auch sein, dass die Yacht irgendwie gerade, ich weiß nicht, in Daytona steht oder so. Vielleicht haben sie die noch nicht hergebracht. Denn es haben jetzt Binder und Probatten natürlich viel Zeit verloren, die sie aufholen müssen. Hinter dem kaputten Jomaso Heller, der aber ohne Frontflügel trotzdem gut um die Strecke gekommen ist. Und wir schauen jetzt sehen wir hoffentlich, wie er ihn verloren hat. Ja, Raskas zu spät gebremst. Aber warum fährt er nicht in die Box? Das ist eine gute Frage. Ich meine, er muss doch sehen, dass der Frontflügel, vielleicht dachte er, er ist zu spät, aber das hätte er noch geschafft. Also, dann ist er eine ganze Runde ohne Frontflügel gefahren. Das ist schon bitter. Vielleicht Misskommunikation auch, aber ärgerlich auf jeden Fall. Und der andere Alpha Tauri, der macht seinen Rennstall aber stolz. Der gibt nämlich ordentlich Gas. Der ist auf 3 und der ist ganz nah dran an Bergmann. Also, da geht es um Platz 2. Wolfron, der die ganze Saison über schon super Leistungen bringt und immer da vorne mit dabei ist, genau wie Bergmann. Und die geben sich jetzt ordentlich Saures. Wolfron momentan ja noch mit dem weicheren Reifen im Vergleich zu Bergmann. Soft gegen Medium. Jetzt ist nur die Frage, wann baut der Soft ab? Ab wann hat vielleicht Bergmann den Vorteil, weil die Reifen länger halten? Sieht mir sogar hier schon so aus. Nachdem Terror jetzt seine 10 Platz Bridge-Strafe für Magny Cour bekommt, sollte er dort mitfahren. Der hatte im Übrigen nämlich in der Zwischenzeit abgestellt, schon noch bevor der Safety Car beendet war. Und die Kollision zwischen Ten Hamsen und Probatnik, das ist, meine ich, die Kollision vor dem Rennen, die wird erst nach dem Rennen untersucht. Die Kollision vor dem Rennen wird nach dem Rennen untersucht. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn Wolfron doch anders als erwartet die Wand berührt und
eigentlich wollte ich sagen, dranbleiben kann. Ja, ja. Und nochmal in die Wand geht. Ich glaube, langsam muss er aufpassen, das Auto macht nicht mehr allzu viel mit. Ja, also das ist per se gar nicht so verkehrt. Das kann man hin und wieder mal machen, kann man vielleicht ein halbes Zehntel mal rausholen. Das darf man aber nicht übertreiben, weil irgendwann gibt die Aufhängung einfach nach. Man fährt ja in Monaco, das wissen vielleicht viele gar nicht, man fährt hier mit verstärkten Spurstangen, damit man das eben machen kann. Oder wenn das mal passiert ist, nicht so dramatisch ist. Schneller ist es natürlich aber wahrscheinlich trotzdem, wenn man es nicht macht und das vermeidet. Aber der muss natürlich jetzt pushen, weil der weiß auch, die Reifen halten nicht ewig auf die Pace. Und der muss versuchen, jetzt irgendwie vorbeizugehen. Oder eben einen Undercut zu wagen, das könnte auch noch eine Option sein. Wir sind bei Gomez, Walter und Ten Hansen. Die geben sich um Platz 7. Gomez und Walter, ja, die schon an der Box waren und durchfahren, also mutmaßlich, wahrscheinlich. Und Ten Hansen, der da jetzt von hinten wieder aufholen muss, der irgendwie immer eine Aufholjagd ist in dem Rennen und nicht einfach mal ein sauberes Rennen fährt irgendwie. Ja, die Replay von Bolbron. Gut am lilanen Helm zu erkennen, wo sein Name dick draufsteht. Ja, auch guter Start von ihm, hat sich da abgezastet, war ein bisschen aggressiver als viele andere, aber hat das umsichtig gemacht, also war vorsichtig genug, es hat nicht gekracht. Mutig, guter Start von ihm an für sich. Schade, dass es nicht für Gomez gereicht hat aus seiner Sicht. Und Yannick das Weite, der hat das von hinten beobachtet. Hier sehen wir Florian Paul nochmal, das muss schon erschreckend gewesen sein. Und der ist noch über den Reifen gefahren von Klaffenbeck, also das ist schon ganz schön gruselig, der Unfall. Schau's, boah, dann fliegt der weg. Das Problem ist eher, dass er und hier wieder hier drauf... Erst hier ist der Motor aus im Übrigen. Also da hätte auch noch, also boah, was da alles passieren hätte können. Also wir sind heilfroh, dass Klaffenbeck der Heile ist. Das war schon ganz schön heftig. Und wie du sagst, also so über die Leitplanke zu fliegen, über die Barriere und dann wieder zurück vor allem, ist super gefährlich. Sowas darf nicht passieren. Da wird es eine Rüge geben gegen den Veranstalter. Da bin ich mir sicher. Und da hinten Ten Hansen! Auto in der Wand. Ten Hansen dreht sich weg und knallt in die Wand. Ist das Auto heil? Kann er weiterfahren? Sieht so aus auf den ersten Blick. Das gibt's doch nicht. Der Frontflügel ist auf jeden Fall noch an. Das grün leuchtende Ding vor seinem Auto. Weiß gar nicht, ob die den so viel benutzen. Aber eigentlich müssen sie es. Und die rutschen sonst ziemlich viel weg. Wir kriegen es direkt wieder. Ausgang. Oh, da ist so ein kleiner Huppel und da war es so aggressiv am Gas. Vielleicht liegt das Auto auch ein bisschen zu hart oder zu tief und dann ist man da weg. In dem Fall wahrscheinlich gar nicht so dramatisch. Ich schätze mal, da ist gar nicht so viel passiert und dann kann er da einfach wieder zufahren, weil die sich ja da gegenseitig blockieren. Gar nicht so dramatisch. Dramatisch aber um den Platz 2. Bolbron geht zur Box. Der erste beim Service von Soft. Auf was geht da? Wir sind gespannt. Hart oder Medium oder nochmal Soft? Nochmal Soft. Das wird auf jeden Fall eine 2-Stop. Und damit also Bolbron viel Track-Position verloren. Er muss jetzt darauf hoffen, dass die anderen da vorne jetzt allesamt bald stoppen, weil sonst würde ich an Bergmannstelle so lang fahren, wie es geht. Jetzt aufpassen, Boxenausgang, nicht über die Linie gehen. Das kann hier ganz einfach passieren, dass er, wie in Jeddah auch bei mir, sehr hart bestraft. Aber auch zurecht. Und hier Bergmann. Jetzt Bergmann, der sich natürlich gegen den Undercut von Bolbron verteidigen muss. Ja, nicht unbedingt. Ja, also verteidigen muss er im Sinne von, er müsste jetzt schneller fahren als davor oder direkt in die Box. Die Frage ist, wir warten mal eine Kurve ab. Geht er in die Box? Fährt er noch weiter? Er fährt weiter, gut. Dann ist meine Theorie, oder meine Vermutung, Bolbron, der muss jetzt aufholen und wird früher oder später auf Verkehr auflaufen und da massiv blockiert werden. Insofern fährt Bergmann vielleicht so lange, bis er eine Lücke hat und das stoppen kann, ohne oder nur mit möglichst wenig Verlust an Positionen. Deshalb momentan Matchball eher bei Bergmann, würde ich sagen. Gomez beschwert sich, das ist wie letztes Jahr, ich stecke hinter dem Haug fest. Ja. Das ist bitter, so ein Zug hier in Monaco, ich erinnere mich an 2019, Lucky. Nee, 20 war es. Oh, das ist auch wie letztes Jahr. Man könnte meinen, die würden sich hören, aber ich glaube, das tun sie gar nicht. Und das könnte aber wirklich ein Problem sein, die könnten damit das Rennen verlieren, während Haug da einmal kurz richtig langsam ist. Ich glaube, die Chance auf den Sieg werden sie dadurch ganz klar verlieren. Ja, mal abwarten. Noch ein langes Rennen, aber prinzipiell ja.
Florian Paul, der geht jetzt an die Box. Florian Paul, super Rennen bis hierhin. Er führt ohne Probleme und geht jetzt zum Service. Ist gestartet auf dem Soft, das heißt ähnlich wie Bolvron wahrscheinlich strategisch. Jetzt die Frage, geht der auf Hard, geht der auf Medium, geht der auf Soft? Auch der Audi kommt von Christian Beckmann. Der ist auf dem Medium schon. Und wurde auch in der Box. Also jetzt gehen einige zum Service. Bergmann führt außer damit. Noah Bergmann. Der fährt durch, so ist es. Noah Bergmann bleibt außen. Und das ist Florian Paul, der ist auf dem Medium. Und der kommt jetzt mitten im Verkehr raus, das ist bitter. Da muss jetzt gucken, dass er sich da sauber einordnet und ist jetzt wahrscheinlich noch im Duell. Nee, ist hinter dem. Dann haben wir schon wieder die Wand berührt, wenn ich das richtig gesehen habe. Und das ist richtig, richtig schlecht für Florian Paul. Denn er steckt jetzt hinter genau diesem Train, den wir eben gesehen haben, fest. Und dort vorbeizukommen, ist so gut wie unmöglich. Und jetzt schon, nach einer halben Runde in diesem Zug, hat Bergmann im Grunde die Lücke zum Stoppen und bleibt auf der 1. Das ist der Wahnsinn. Bolvron ist nirgendwo und wenn es so weitergeht, dann ist auch Florian Paul. Nicht nur wenn es so weitergeht, er ist auch nirgendwo. Das ist unfassbar. Bergmann also, hat vielleicht doch die richtige Entscheidung getroffen, jetzt ist auf nur die dem Frage, Medium zu starten. Jetzt ist nur die Frage, wie lange bleibt er jetzt noch draußen? Wobei man sagen muss, solange Haug langsamer ist, was er aktuell ist, da schauen wir gleich mal auf die Zeiten. Er fährt momentan 1.15.3, 1.15.1, sowas um den Dreh. Der Bergmann, der fährt 13 niedrig. Der hat im Moment gar keinen Druck, da irgendwie zum Service zu kommen. Also solange der Haug auf 2 ist und langsamer fährt, wird Bergmann fahren. Fahren. Warum war Beckmann auf Medium auch in der Box? Er war auf dem Medium, demselben Reifen wie Bergmann und hätte, wenn er draußen geblieben wäre, viele Positionen gewonnen. Wenn die alle hier in dem Train feststecken bleiben. Ja, entweder nicht die Weitsicht gehabt oder der Reifen ist ihm doch schon eingegangen. Gomez sagt, es ist unmöglich zu überholen, noch schwerer als letztes Jahr. Naja gut, ja, dann würde ich sagen, macht das Haug einfach super und verteidigt da mega. Gomez muss jetzt halt Haug mal was tun. Hier in der Löw jedes Mal verdammt langsam, habe ich das Gefühl. Und ich wollte nur mal sagen, das ist gerade der Kampf um Platz 2. Also das geht von Platz 2 bis Platz 7. Die sind alle zum Vordermann unfassbar nah dran. Da kommt die Attacke von Bolvron gegen Florian Paul innen. In der Schikane und da geht der Florian Paul die Abkürzung. Und da vorne die Attacke von Gomez gegen Haug, aber das geht nicht gut. Und Bolvron ist vorbei an Paul. Bolvron steckt aber einen vor Schwimmbad. Ist aber trotzdem Was vorne, kann weiterfahren. Und Gomez jetzt ganz nah dran und da geht Haug an die Box, er löst ihn endlich. Gomez wird jetzt fahren und da ist auch der Ten Hansen abgebogen in die Box. Und jetzt geht's hier drunter und drüber. Jetzt ist hier mal ein bisschen Action. Wenn wir die Replay sehen, wie Gomez versucht an der Haug vorbeizukommen, der hier einen schlechten Exit hat. Katastrophaler Exit und da geht Gomez rein und sticht aber nochmal zurück. Und dann hier in Raskas, da täuscht er was an. Ja, nee, okay. Und dann ist hier eben Haug in die Box gegangen. Hier sehen wir nochmal Bolvron, der da reinsticht gegen Florian Paul. Und Paul, der kürzt da ab, ohne dass es muss. Aber lässt ihn dann auch wieder vorbei. Insofern alles fair. Und dann Bolvron fährt in die Wand. Kann von Glück reden, damit sein Auto noch ganz ist. Also da gab es keinen Grund für Florian Paul abzukürzen, muss man mal sagen. Deshalb sehr fair und richtig, dass er Bolvron da wieder vorbeilässt. Ja, aber langsam lässt sich das zum Entschluss kommen, dass vielleicht Tim Haug mit einem niedrigen Flügel fährt. Weil das, auf der Geraden hat er keine eine Chance. Das könnte sein. Bergmann an der Box. Der Führende an der Box. Da ist Gomez, der ist aktuell auf der 2. Das müsste für Bergmann aber problemlos reichen. Jetzt muss Gomez und weiter und alle dahinter versuchen, schneller zu sein als Tim Haug auf den frischen Reifen. Wo ich gerade nicht weiß, auf welchen Reifen er ist. Muss Haug im Gegensatz versuchen, schneller als die anderen beiden zu sein, um nicht die Position zu verlieren. Das könnte vielleicht ein großer Punkt sein fürs restliche Rennen. Dass Tim Haug vielleicht wieder vor Gomez und weiter ist, wenn die an die Box gehen. Weil einmal müssen sie noch, die können den Harten nicht übers komplette Rennen ziehen. Meinst du nicht? Das glaube ich nicht. Dafür sind die Strategien zu unterschiedlich. Ja. Oder zu aggressiv. Oh, da dreht sich Bolvron raus!
Schleck, das gibt's nicht. Er ist so aggressiv. Die Reifen sind durch. Ich weiß es nicht. Aber Boltron verliert Zeit und Position und Grip und schlägt ein. Also so langsam muss doch irgendwann mal irgendwas an dem Auto kaputt sein. Ich glaube, das Auto ist jetzt auch kaputt. Er schafft die Schikanen nicht mehr. Vielleicht doch einfach zu spät gebremst. Hier eindeutig zu aggressiv auf dem Gas. Weggedreht. So unnötig, so unnötig. Da schenkt der Florian Paul wieder die Position, die er aber sich hart erkämpft hat. Das passiert ganz, ganz schnell. Und Boltron fährt aber weiter, geht nicht zum Service. Dein Auto anscheinend doch nicht kaputt. Dieser Alpha Tauri hält ganz schön viel aus. Tja, da haben sie einen Panzer gebaut. Das ist strategisch so super spannend. Also das muss man jetzt einfach nochmal sagen. Bergmann hat die Konkurrenz einfach völlig ausgezogen. Der bleibt ganz cool, fährt sein Rennen, lässt die anderen im Verkehr da machen. Er fährt, bis er die Lücke hat, geht zum Service und plötzlich ist er Erster. Super gemacht von Bergmann, muss man einfach sagen. Die Williams-Strategie-Crew, die macht da einen super Job. Und Gomez, das haben wir nicht thematisiert, aber gesehen, der hat an die Box gefunkt. Der Hauk hat mir P1 gekostet, ja. Pizza und die Attacke von Paul viel zu spät auf der Bremse. Der schießt den Weizer fast ab. Geht aber nochmal gut. Das hatten wir in echt ja auch schon so gesehen. Da können sich von Glück reden, damit beide noch weiterfahren. Und Florian Paul natürlich, muss jetzt aufpassen, sich nicht zu überfahren, die Reifen zu zerstören. Er muss, hätte später nicht zum Muss am Anfang bei seinem ersten. Sind zwei Runden dafür wahrscheinlich ausgereicht. Während wir hier zuschauen, wie der Alpha. Was ist denn mit dem Team? Was ist denn Alpha Tauri? Alpha Tauri, der ist ziemlich langsam. Boltron völlig von der Rolle. Ich weiß nicht, was der da tut. In Raskas schon einen Fehler gemacht auf Startziel. Ich habe Damage, sagt er jetzt auch. Also das sieht auch so aus. Das fährt sich nicht mehr gut. Also bitter für Boltron. So ein gutes Rennen gefahren am Anfang wieder und das ja wahrscheinlich weggeschmissen. Hier sehen wir nochmal weiter. Der Paul, der kam aus dem Nichts. Also da können kann weiter eigentlich von Glück reden, dass er da innen gefahren ist. Und Paul vor allem kann von Glück reden, dass er dass weiter da auf der Verteidigungslinie war. Huiuiui. Hier ist jetzt wieder Florian Paul dicht dran. Aber diesmal versucht er es nicht aus einer nicht zu schaffenden Position. Und fährt, muss auch ein Fehler von weiter hoffen. Ja, aber nachdem Bergmann die Wand berührt hat, ziemlich fehlerfrei fährt. Ja, haben wir gar nicht so richtig thematisiert, aber Bergmann, ja, der ist auch 5. Der ist auch in Schlagdistanz um Podium, wenn er keinen Fehler macht. Nee, nur kurz erschrocken. Ich muss mich beruhigen. Ich muss, glaube ich, mal Blutdrucktabletten nehmen, weil ich krieg Angst. Gomez, das hält. Ab P2 erfolgreich anführt. Boltron jetzt in der Box. Vielleicht ist der Schaden doch zu groß, dass er ihn jetzt reparieren lassen muss. Wechselt auf den harten Reifen und steht und länger als normal. Will damit und lässt seinen Achsenhöhe wahrscheinlich reparieren. Das ist, glaube ich, aber auch realistisch, damit durchzufahren ab jetzt. Denn wir sehen, dass Omis und Weiter ja auch schon 20 Runden auf dem Reifen sind. Natürlich mit sehr viel. Und Safety-Test dazwischen. Aber es scheint noch nicht, als wären sie am Ende. Nee, so ist es. Paul ist also richtig aggressiv. Der will es wissen. Scheinbar jetzt auch die Harten so langsam langsamer. Und Florian Paul will gleich attackieren. Bevor wir das sehen, noch ganz kurz die Anmerkung: Binder Reusdorf ist in den Punkten. Bring es nach Hause für Red Bull. Hol dir einen Punkt. Das wäre so schön, wenn wir uns hier gönnen. Ist in dem Punkt. Ist in dem Punkt. Singular, das stimmt. Aber es wäre schön. Es wäre schön, wir würden es ihm gönnen. Deshalb drücken wir die Daumen, dass Reusdorf da, nachdem er so lange nicht mehr mitgefahren ist und vor allem immer wieder zu kämpfen hatte, damit den Mut zu finden, wieder ins Lenkrad zu greifen, das heute zu schaffen, das wäre schon schön, wir würden es ihm gönnen. Aber ich glaube auch, da ist er auf jeden Fall noch mindestens einen Platz nach vorne kommt. Denn wenn wir sehen, die hier fahren jetzt auch ein bisschen aggressiver, bei denen geht es ja hier immerhin ums Podium. Und Florian Paul macht das gut. Der zeigt sich immer mal wieder. Gomez lobt währenddessen Flippo, sagt, mach weiter so, Flippo. Während Bergmann da über alle Berge ist momentan.
Also Florian Paul macht das gut, er zeigt sich immer mal wieder und bringt den da dazu, immer mal die Kampflinie zu fahren. Und vielleicht kann er ihn mal überraschen oder gegebenenfalls den weiter in den Fehler zwingen. Das hat er nämlich in den letzten Rennen immer mal wieder gezeigt, dass auch ein Weltmeister, auch ein Jan-Niklas Walter, der momentan in der WM nur auf der 9 ist, auch zu Fehlern neigt. Hat leider schon einige Rennen, 3 an der Zahl, weggeschmissen. Das muss er ändern. Und Florian Paul würde gerne so einen Fehler heute nochmal sehen. Lässt nach Florian Paul aber keinen Fehler von sich aus machen. Und Beckmann ist erstaunlicherweise stark hinten dran und kann sich dort auch halten. Bergmann einfach mal 3 Sekunden schneller ist als wir zwei. Das nimmt schon fast die Umstände von Max Verstappen an. Aber ich würde sagen, Bergmann ist besser als Verstappen. 1 gegen 1 in echt würde er auch easy gewinnen. Das ist schon der Wahnsinn. Also wenn wir jetzt mal schauen hier, ein Bergmann zur Runde war eine 1:13:3. Wenn wir jetzt hier mal schauen, wo ist der Herr Gomez? Der ist gefahren 1:15:2. Bin nicht ganz 3 Sekunden, aber ich bin Bergmann. Jetzt einfach den sechsten Gang weglässt, wäre er immer noch schneller und würde das Rennen trotzdem easy gewinnen. Das ist wie der Lucky Train vor ein paar Jahren. Wenn das so weitergeht, haben wir so in 10 Runden hier einen ganzen Train von 2 bis 8. So vor gehen die da die Boxen. Ja, also wir sind die Rennleitung, die hat das auch im Blick. Das ist, was wir vorhin schon thematisiert haben. Und das passiert ja halt so schnell. Und Bergmann, der ist halt dadurch über alle Berge. 22 Sekunden vor allen anderen. Und jetzt passiert was. Florian Paul zum Service. Der will Florian jetzt einfach ein bisschen... Florian Paul mit dem Undercut. Der will jetzt ein bisschen frische Luft haben und einfach mal fahren können. Ein bisschen was aufholen vielleicht. Und dann hoffen, dass die anderen bald stoppen. Und dann wäre er wieder davor. Geht auf die jetzt Softs. Jetzt schauen wir exakt auf das, was ich angesprochen habe. Tim Haug ist vor Florian Paul. Ja, so ist es. Heißt, er könnte zwar wieder aufholen auf Tim Haug, aber steckt dann hinter ihm VS fest. VS 10, 10, 9, 8, während 7, 6, 5, Virtual 4, Safety, 4 da steht 3, nämlich Heller. 2, 1, VS 10, das ist Heller VS 10. In der Wand ohne Vorderrad. Vor Schwimmbad rechte Seite steht das Wrack von Yomazu. Das gibt's nicht. Was hat der denn gemacht? Yomazu in der Wand. Und jetzt sage ich dir, kurz wer jetzt zum Service Schwimmbad kommt. Nämlich alle. Jetzt all die da vorne, alle Gomez, vor Walter, Bolvon, die werden alle der zum Erste. Service kommen. Das geht gar nicht. Seit diesem Jahr ist ja... Ach, du hast recht. Boxenstopp und der VSC verboten. Du hast recht. Mein Fehler, das verdudelt sich jedes Mal. Also erstmal Yomazu, der ist in der Schikane viel zu schnell gewesen, hat sich den Frontflügel beschädigt und dann hat er wohl unterschätzt, wie schnell er dann damit fahren darf. Oder also, kann viel mehr. Ich habe ihn gelobt, dass er vorhin ohne Frontflügel so gut fahren konnte. Aber hier sieht es aus, als hätte er vergessen, dass er einen Frontflügel verloren hat. Also das war von Heller wirklich Murks, bitter. Der ist so gut in die Saison gestartet, vor allem im Quali. Bolvon tut es gleich auch ohne Frontflügel. Deshalb war der in der Box. Der hat der hat hier Untersteuern bekommen. Das gibt's ja nicht, das habe ich ja noch nie gesehen. Dem ist da einfach die Vorderachse abgehauen. Das habe ich ja so noch nicht. Liegt da irgendwas? Gut. Vielleicht liegt da was. Tut's ihm gleich und fährt dann am Teamkollegen vorbei. Oh, ist das Beta für Alpha Tauri? Das gibt's ja überhaupt nicht. Und jetzt nochmal zur Erklärung: Unter VSC darf man nicht in die Box, da man bei uns zumindest unter VSC im Pit-Limiter muss. VSC endet in 10, 9, und das wäre 8, auf manchen Strecken 7, ein Vorteil. 6, 5, 4, 3, 2, aber 1. Aber wer jetzt in die Box Green könnte, Flag, wäre noch Green Beckmann. Flag. Der ist nämlich jetzt. Ja, macht da, genauso Beckmann wie ich es gedacht habe. Der konnte nämlich frei. Erstmal die Attacke von Walter gegen Gomez außenrum. Nee, klappt nicht. Kann sich nicht daneben setzen. Genau, Beckmann, der da war nämlich grün, als der noch nicht an der Box vorbei war. Deshalb konnte der rein. Wolfgang ist unter Untersuchung, weil der unter dem VSC in der Box war. Liegt an dem Schaden natürlich. Der wollte dann nicht warten. Ist irgendwo verständlich. Schauen sich die Marshalls, beziehungsweise die Stewards, ne? Schauen sich das an. Und da kommt Beckmann raus auf der 8 hinter. Jetzt nicht die gelbe Linie überfahren. Es sah relativ gut aus. Hinter Paul. Der immer noch hinter Haug. Und Gomez sagt, die Reifen sind absolut tot. Also der Hart hält nicht so lange. Das waren jetzt knapp 25 Runden. Das ist zwar eine halbe Renndistanz, aber... Minus die Safety-Car-Runden. Also auch ein
ein Bergmann, der jetzt auf dem Hart ist, wenn ich mich recht entsinne, wird das nicht bis zum Ende schaffen. Außer er kann die Reifen sparen, weil Kenny Gomez hat auch höchstwahrscheinlich jetzt die ganze Zeit gepusht. Aber jetzt, wo die Reifen einbrechen, müssen wir auch aufpassen. Vielleicht passiert ein Fehler und dann gibt es ein Safety Car. Jetzt wollen wir es mal nicht verschreien, klopfen wir dreimal auf Holz, ne? Und und hoffen mal, dass wir hier noch ein viele Überholmanöver ohne Safety Car sehen. Erstmal Lukas auch Bude, in der Box. Jetzt zum Service kommt, der auf Medium war. Also viele Stops, vor allem für ein Monaco-Rennen. Also der Reifen scheint einfach nicht lang genug zu halten. Da kann man natürlich in Frage stellen, ob C3, 4 und 5 da richtig war. Wechselt auf den Stop? Soft. Also ich glaube, die Fahrer haben kein Vertrauen in die Haltbarkeit der Reifen und sagen, ich stopp einfach ein paar Mal mehr. Hier auch Gomez mit dem Team Radio, dass es jetzt zu spät wäre, zu stoppen. Ja. Das ist jetzt eine ganz schwierige Situation, gerade für Gomez und Weiter. Für Gomez noch mehr als für Weiter. Wir sehen jetzt keine Intervalle leider, da müssen wir gleich mal abwarten, bis wir die sehen, wo denn Gomez rauskommen würde. Paul hat sich wohl vorbeigemogelt an Haug. Das haben wir leider nicht gesehen, aber im Tower. Da gibt es sicherlich aber nochmal einen Replay. Und Gomez kann sich jetzt so ein bisschen absetzen von Weiter. Wo kommt das denn her? Hat der Weiter Probleme? Hat der Gomez nochmal Pace gefunden? Midlife Crisis vielleicht auf den Reifen? Ah, das ist jetzt interessant. Vielleicht geht ja einer von denen jetzt nochmal in die Box. Nee, geht er nicht. Aber das könnte von Florian Paul wirklich richtig wichtig sein, an Tim Hawk vorbeizugehen. Wobei ich da auch gerne ein Replay sehen müsste, weil ich glaube, dass Tim Hawk, der war gar nicht so leicht zu überholen. Vielleicht hat auch Gomez vielleicht das Setup zum Überholen auf der Strecke. Ja, wer weiß. Erstmal muss ich aber sagen, ich glaube, Gomez setzt sich nicht unbedingt ab, sondern ich glaube, Weiter hat ein bisschen Probleme, weil der Tim Hansen, der ist gerade richtig nah dran an Weiter und macht da Druck. Das hier ist also ein richtig harter Train, wegen den harten Reifen. Verstehen Sie? Guter. Naja, immerhin setze ich mich nicht in eine Werbung und sage, dass ich nach Spanien muss, wegen Sparen. Verstehen Sie? Check 24. Attacke von Tim Hansen! Viel zu spät auf der Bremse und da muss Weiter weit gehen. Und bleibt davor zurecht. Also da kam Tim Hansen aus dem Nichts Richtung Kurve 10. Und da die Attacke von Beckmann gegen Haug. Die berühren sich! Der dreht den Haug fast um. Der dreht den Haug um. Nicht das ganz. Das kostet den beiden jetzt richtig viel Zeit. Wobei ich da in der Replay nochmal gerne sehen muss, wer da schuld war. Zwischenstand Corner Cutting, Binder, Pobatnik. Und Wolbron, mehr als drei Cornercuts. Das drei Fahrer schon mehr als drei Cornercuts. Wir sehen den Hansen außenrum, Kurve 1, Santevo gegen Fabian Niklas Weiter. Und die verlieren jetzt so viel Zeit. Das gibt's nicht. Und den Hansen will es jetzt wissen. Richtung Kurve 3 kann der vielleicht da außen was probieren. Das versucht er auf jeden Fall. Das reicht aber nicht vom Grip. Oder reicht's doch? Sticht er da rein? Nee, Weiter kann da erstmal davor bleiben. Und dann daran, den Hansen haut sich nochmal weg. Das gibt's nicht. Den Hansen hat's auch an Stellen probiert, wo man es außenrum nicht versuchen sollte. Hört das in versucht, hätte es vielleicht geklappt. Boah, ja, richtig später Lunz. Er war zu spät. Kann nicht verstehen, dass der Porsche vorne bleibt. Wo wir gar nicht mehr bekommen. Nee. Ja, aus der Sicht von Jan-Niklas Weiter, der einfach die Kurve einlenken will, schaut links und dort steht ein Auto. Komplett quer über die Strecke. Hier Beckmann. Der nicht also zu spät bremst, aber Tim Haug, der auch ziemlich hart zumacht. Naja, also Beckmann hat da keine Berechtigung da zu sein, der war ja nicht mal im Hinterrad. Das war von Haug hart, aber fair. Das war von Haug überhaupt nicht hart. Also ich würde sagen, Beckmann hatte einfach keine Daseinsberechtigung, der war nämlich nicht mal auf der Höhe des Hinterrads. Ja, doch, sonst hättest du dich ja nicht gut. Aber es war fair von Haug. Wie dem auch sei, auf jeden Fall meiner Meinung nach schuld auf Beckmanns Seite. Ja, das auf jeden Fall. Gut, wir schauen also wieder auf Gomez und Weiter konnte die Lücke wieder schließen, die sich da ein bisschen aufgetan hat, Tim Hansen. Und Paul hat in der Zwischenzeit aufgeschlossen, Berührung schon wieder, Beckmann und Haug, das gibt's nicht. Haug wird in die Wand geschossen, der Teamkollege geht auch noch mit durch und attackiert jetzt gegen Beckmann Richtung Kurve 3. Also Budde profitiert davon und ist jetzt vorbei am Audi. Und für den Audi ändert sich eigentlich nichts, außer dass jetzt der eine Mercedes, dass die Mercedes getauscht haben.
Aber der Beckmann, ich weiß ja auch nicht, also der ist jetzt einfach zu aggressiv. Das kann doch nicht sein. Ja, den haut er einfach geradeaus in und die Wand geschossen, wenn er vom Batnick auch in die Wand fährt. Und das ist gegen Binder, Side-by-Side. Da geht's um den letzten Punkt. Binder muss abkürzen, lässt aber den Popatnik da vorbei, weil er meint, oh, und da kommen jetzt noch die Überrundungen ins Spiel. Das ist ja so gefährlich. Heieiei. Und da dreht sich Tettelham schon wieder. Das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Vermaledeit noch eins. Denn? Die müssen sich ein bisschen abkühlen mal wieder. Jetzt wären Safety Car an der perfekten Stelle. Und jetzt hier nochmal blaue Flagge von Binder Reusdorf, der so viel Zeit verloren hat durch die blauen Flaggen. Ich glaub's gar nicht. Florian Paul jetzt außen, Santevoet gegen Jan-Niklas Weiter. Super Manöver, diesmal fair, diesmal sauber, geht außenrum vorbei. Und damit neuer Dritter Florian Paul. Und die Kollision zwischen Beckmann und Haug, die wird untersucht und ich bin mir sicher, da wird einiges noch untersucht. Und da werden wir noch die ein oder andere Strafe sehen. Hier erstmal Ten Hamsen. Der einfach auch zu früh auf dem Gas, kein Grip mehr auf den Reifen hat. Also mittlerweile ist das so oft passiert bei Ten Hamsen. Ich würde sagen, das Auto ist einfach überhaupt nicht mit abgestimmt. Einfach wahrscheinlich ein Safety Car, also ein Qualifying Setup. Und ja, also jetzt geht es hier richtig rund. Wie aggressiv jetzt die Fahrer sind, vor allem auch ein Paul, der ist an Gomez ganz nah dran, willst wissen. Und Bergmann, der chillt völlig, der geht jetzt zum zweiten Service, hat 40 Sekunden Vorsprung gehabt, gleich wahrscheinlich noch knapp 20. Für den läuft's wie geschmiert. Wenn er sich nicht wieder wegdreht in einer Kurve, dann wird er das Rennen hier eigentlich ziemlich locker gewinnen. Weiß ich nicht, ich habe die Reifen jetzt gerade nicht gesehen, aber und da geht jetzt Gomez auch 20 Sekunden. Gomez geht in die Box. Da geht Gomez rein, weiter tut sie gleich. Paul damit neuer Zweiter und Budde müsste damit gleich Dritter sein. Jetzt müssen wir mal schauen, wo die beiden rauskommen. Da ist Weiter, guter Service bei Porsche, der geht auf hart, will damit durchfahren. Gomez steht ziemlich lange. Und auch Gomez geht auf hart, will damit auch durchfahren. Da steht der Alpha Tauri! Aston Martin. Was ist denn heute los mit dir? So viele Autos mit A. Crash. Schwimmbad. Ja, Schwimmbad Ten Hamsen, das gibt's nicht. Ich weiß nicht, was da los ist. Vielleicht war da auch irgendwie ein Defekt am Auto. Aber es war vorherzusehen. Ei, das war ein harter Unfall. Wie Mick Schumacher. Das war exakt wie Mick Schumacher. Also wenn ich nicht anders wüsste, würde ich sagen, er wollte das nachstellen. Ist das aber ein falscher Auto. Benji, du darfst escapen. Kein Safety Car im Übrigen. Und eine die Null. Nicht halt, die haben ihn schnell rausgerollt und dann war es das auch. Und eine Nullnummer für Aston Martin. Und jetzt muss ich diesen Namen nicht mehr aussprechen. Damit bekommen alle Piloten, die zu Ende fahren, Punkte. Binder Reusdorf ist sicher auf Platz 10. Mega. Und einige werden untersucht wegen Speeding during Virtual Safety Car. Unter anderem auch der Rennleader Noah Bergmann. Oje, also nochmal bangen für alle im Grunde. Frau Butling in der Box. Weil bei Bergmann dürfte das ja auch nichts machen. Wie viele Sekunden würde er bekommen? Maximal 10. Und die 10 Sekunden hat er sowas von raus. Binder Reusdorf hier auf. Wenn er keinen Fehler mehr macht, dürfte er diesen Punkt sicher mit nach Hause nehmen. Jetzt nochmal Replays von Beckmann gegen Tim Haug. Geht zwar früher auf die Bremse, aber dann geht Tim Haug stärker auf die Bremse als Beckmann. Dann schiebt er ihn, schubst er ihn an, wobei Tim Haug die Wand nicht mehr vermeiden kann. Ja, aus der Sicht von Lukas Budde, der davon natürlich profitieren kann, dass Beckmann langsamer macht. Da ganz einfach vorbei und jetzt hat Beckmann den langsameren Mercedes wahrscheinlich hinter Boah, sich. Und das gibt's und vor sich. Nicht. Wieder viel zu spät auf der Bremse von Beckmann. Also 10 Sekunden für Binder und für Haug. Massive Speeding during Virtual Safety Car. Oh je. Das ist Binder macht das jetzt höchstwahrscheinlich nichts mehr, weil hinter ihm ist derzeit keiner. Es kann im späteren Verlauf noch härter werden. Aber hier 5 Sekunden für Beckmann, Gomez, Paul und Budde. Für normales Speeding unter VSC.
das natürlich kann am Ende für Walter, der gerade keine bekommen hat, ziemlich gut werden. So ist es. Und gegen Bergmann wird die Untersuchung fallen gelassen. Da war alles in Ordnung. Also für Bergmann läuft es wie ein Schnürchen, der macht hier einen super Job. Paul auf der 2, der hatte schon den einen oder anderen Moment in diesem Rennen, ist aber immer noch auf Podiumskurs, genau wie Budde. Beckmann, der sehr ungestüm unterwegs ist, aber auf der 4 vor Gomez, der hier fährt. Dahinter weiter die beiden Urgesteine, die werden sich sicherlich noch ein bisschen geben. Und dahinter dann Bolvron mit einigen Momenten, Haug mit dem einen oder anderen Moment. Und Florian Paul in der Wolfsdorf, der unter dem Radar war bisher, aber langer Punkte mitnimmt, kann er auf jeden Fall zufrieden sein. Florian Paul, wie du gesagt hast, an der Box, damit nicht mehr auf der 2. Der geht nochmal auf Medium, wie es scheint. Und da müssen wir jetzt mal schauen, wo der rauskommt, ob der vor Gomez und weiter rauskommt oder zwischendrin oder dahinter. Das könnte aber eine enge Geschichte werden. Aber nochmal schnell zu Bergmann. Er war zwar unter VSC zu schnell, hat die Zeit aber wieder hergegeben, was natürlich funktioniert. Hier jetzt side by side aus Boxenausgang. Gomez. Und da ist Gomez vorbei. Aber schiebt sich dazwischen Undercut. Immerhin vor weiter für Paul. Muss da jetzt beide aber. Haben 5 Sekunden. Für weiter ist es jetzt einfach nur ein dranbleiben und dann bekommt er die Position wieder. So ist es, so ist es. Für Paul allerdings nicht. Der will natürlich dann trotzdem die eine Position mehr haben und sich vielleicht sogar mit den frischen Reifen noch absetzen und die 5 Sekunden rausfahren. Der Rauhölzer sagt, gegen den Kenny musst du dreckig fahren, sonst kommst du nicht vorbei, Florian. Hat er schon fast recht. Also Kenny ist ein harter Kämpfer. Gegen ihn muss man wirklich gut kämpfen, um vorbeizukommen. Was man natürlich versteht. Denn keiner will den Platz verlieren. Vor allem nicht da vorne im Podiumkampf. Ja, so ist es. Also da wird es sicherlich, wir haben noch ein paar Runden zu gehen, da geht es im Grunde wahrscheinlich um den Podiumsplatz, wie du sagst. Und Paul, der muss jetzt im Vergleich vor allem zu diesen mittleren Stints, wo er ungestüm war, muss er jetzt die Ruhe bewahren, das taktisch angehen und den Gomez austricksen. Boah, der kann ja viel später bremsen, wahrscheinlich auch wegen der frischeren Reifen. Und hier sind wir weiter. Weiter sich der auch außenrum hart von Florian Paul überholt wurde. Das war also ein super Manöver, mit eines der Manöver des Rennens, würde ich sagen. Mit eines der Manöver der Saison, sage ich jetzt schon. Also das war wirklich super gemacht. Super fair, super hart, super gut von Florian Paul. Trotz leichter Berührung. Kann es auch geben, auch in Form des Sport, aber darf halt natürlich nicht zu hart sein. Kennt ihr ja nicht, das weiter langsam Zeit verliert auf die beiden vor sich. Ja, so ist es. Darf jetzt nicht zu weit nach hinten fallen. Ui. Dann crasht er ja von Florian Paul. Der natürlich Florian Paul sein Auto jetzt hart pusht auf dem Medium, um schnell, so schnell wie es geht, an Gomez vorbeizukommen. Bernd Beckmann an der Box ist und jetzt von seinem Reifen auf einen frischen, wir werden es gleich erst sehen, wechselt. Bremst mal richtig spät rein. Terrorheizer versucht ihn zum Diven zu bewegen. Beckmann und Wolfram sind auch an der Box. Wolfram meine ich, ist auch an der Box. Da hat er es probiert. Aber der Gomez, der lässt sich da nicht unterkriegen. Er hat sich da nicht aus der Fassung bringen lassen. Wenn Beckmann jetzt auf einem frischen Soft hinter dem Haug zurückgefallen ist, nur so am Rande, darf natürlich jetzt auch Florian Paul nicht übertreiben mit dem zu spät rein. Hier hat das einmal schon übertrieben, in die Hafenschikane rein. Aber da ist auch Gomez einfach zu weit weg. Er bekommt den Exit in den Tunnel rein viel besser als Florian Paul. Während Beckmann auch für die Kollision mit Tim Haug 5 Sekunden bekommt. Und damit Beckmann schon bei 10 Strafsekunden. Generell einige Zeitstrafen und da sind auch einige Vergehen für Corner-Cutting noch gewesen. Hei, 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 Tim Haug. Wird auf der Bremse, ist aber nur gut gegangen. Strafen soweit wie ausgesprochen. Wir schauen erstmal auf die Hitlist, danach zu den Strafen. Hier nochmal Ken Hansen. Kleiner Snap, überkorrigiert und dann einfach nur noch Passagier, da kann man nichts mehr machen. Der hat den Körper zu aggressiv mitgenommen.
Ich glaube, das Auto liegt nicht gut. Da auch der Punkt, die konnten ihn einfach geradeaus rausschieben, deswegen gab es keinen Safety Car. So ist es. Ansonsten zu den Strafen ganz kurz. Also momentan Tim Hawk mit plus 10, Binder mit plus 15, Beckmann mit plus 10 und Gomez, Paul und Budde jeweils mit plus 5 Sekunden. Also das wird noch ein ordentliches Roulette. Jetzt schauen wir aber erstmal, was noch auf der Strecke passiert. Es sind noch ein paar Runden zu gehen und Florian Paul, der will es nochmal wissen Richtung Kurve 10. Geht das außenrum? Vorbei vielleicht an Gomez, verliert aber auf der Bremse fast die Kontrolle über sein Auto, muss abkürzen und hat die Position trotzdem inne. Lässt er den Gomez da jetzt vorbei? Gomez beschwert sich natürlich. Das werden sich die Stewards mit Sicherheit anschauen. Frage ist, gibt Paul die Position nochmal her oder sagt er, nö, ich war da so dermaßen vorne dran und behalte die Position momentan. Florian Paul, du hast die Wahl, entweder lässt ihn vorbei oder es gibt eine Zeitstrafe. Und er kriegt von der Rennleitung jetzt die Ansage, lass den vorbei oder du kriegst eine Strafe. Ja, dann damit also Gomez wieder vorbei und Paul muss es nochmal probieren. Ja, das war auch kein gutes Manöver von Florian Paul. Er war zwar nebendran, hatte dann aber einen Quersteher und dann keine Berechtigung mehr vorbeizugehen, weil Gomez halt voll war. Muss es in der nächsten Runde, oder hier auch schon, jetzt macht Gomez hart zu. Und die jetzt verhaken sich, das gibt's Wand. Nicht. Wo ist Philippe da? Und Philippe geht durch. Ja, Niklas Walter geht durch, weil Paul zu ungeduldig ist. Und Gomez macht natürlich die Tür zu und beschwert sich da gleich. Na super, jetzt halt hat mir der Paul meine Aufhängung zerschossen. Ist das bitter? Da müssen wir nochmal auf die Replay warten, wessen Schuld das jetzt war. Aber jetzt sage ich dir eins. Paul beschwert sich jetzt auch natürlich. Er hat einfach eingelenkt, obwohl ich neben ihm war. Da müssen wir gleich mal nochmal die Replay anschauen. Jetzt sage ich dir eins. Jetzt wird da richtig dreckig gefahren. Die beiden sind jetzt gegenseitig so hart am Fahren, das ist also nicht mehr gut für alle anderen. Also für Felipe war es super, der konnte einfach außenrum vorbeifahren. Für ich müsste jetzt gerne nochmal sehen, aus Pauls Sicht vor allem. Heieiei, ist da der Gomez dem fast Auto gefahren? Ein Reifen in der Luft. Der war Gomez, hat da auch jetzt ziemlich hart zugemacht. Davor höchstwahrscheinlich getestet, ob seine Aufhängung kaputt war, aber... Das darf aber nicht zu oft und der war über der Linie, das habe ich gesehen. Also, die Kollision wird untersucht, während Beckmann sich da vorbeischummelt gegen Budde, weil der den da einfach mal anschiebt. Oh, und das kommt in der Wand! Verliert die Kontrolle, gab es da vielleicht die Berührung? Gomez ohne Frontflügel und schmeißt das Rennen weg, unabhängig jetzt mal davon, ob er es selbst war oder nicht. Das wird untersucht, alles wird untersucht, auch der Tunnel und sicherlich auch diese Aktion hier. Was ist denn da schon wieder passiert? Gomez muss zum Service und ist damit aus der Verlosung um die Podiumsplätze raus und weiter aus dem Nichts, so mehr oder weniger, auf der 2. Oh, und steckt jetzt nochmal ein. Das ist gar nicht gut, das hat man kommen sehen, wie ein brodelnder Vulkan, der jetzt ausgebrochen ist und da gab es den heftigen Unfall. Da konnten alle von Glück reden, dass da keiner in der Nähe war. Das, zum Glück war ja Niklas weiter schon vorne dran, weil der wäre da bestimmt auch sicher irgendwie mit verwickelt gewesen. Jetzt muss Gomez hier ohne Frontflügel zurück in die Box und verliert natürlich sehr viele Positionen. Das ist jetzt so bitter. Noch ein Safety Car retten, um ein bisschen ranzukommen. So bitter. Wir schauen uns das nochmal an. Also, hier erstmal Florian Paul. Ja, nee, also eine Berührung gab es nicht. Ich würde sagen, einfach, ja, Gomez, ja, übersteuert, überkorrigiert. Auch beide. Tatsächlich, in dem Fall. Man kann natürlich argumentieren, das Auto war wahrscheinlich durch diesen Vorfall hier noch beschädigt. Und jetzt, wo ich das hier nochmal sehe, also ich bin der Meinung, Florian Paul hat da nichts zu suchen. Der war ähnlich wie Beckmann vorhin in der Haarnadel, in der Schikane meine ich, der war nicht weit genug nebendran, um da Anspruch auf die Kurve zu haben. Das geht auf dem. Da wollte er zwar gut rein, hat es dann aber meistens mit iRacing die LMP2s gewollt. Aber dann doch nicht und war dann so dazwischen, damit er eigentlich einfach hätte rausbleiben sollen. Und man hat es ja auch nochmal in der Schikane gerade gesehen, als Florian Paul da auf der Bremse das Auto so halb verloren hat, noch abfangen konnte. Das ist nicht nur bei Florian Paul, jetzt im Übrigen Pobotnik. Ja gut, der hat nur Bergmann vorbeigelassen, Überrundung. Der nach wie vor das Rennen anführt und keine Probleme hat. Also viele Fahrer heute mit Problemen, mit kleinen Fehlern, manchmal auch mit größeren Fehlern. Vor allem auf der Hinterachse. Und das sind so Sachen, gerade für Florian Paul, vielleicht zu aggressiv. Und das kostet dann dem Kontrahenten und einem selbst das Rennen. Und sowas ist echt
echt schade und das müssen die Piloten versuchen abzustellen. Gerade die jungen Piloten, es ist ja ein sehr junges Feld. Auch Noah Bergmann haben wir gerade gesehen. Wäre das Ergebnis, wenn es so bleibt, sein zweites Podium erst in der Saison und auch sein erster Sieg diese Saison damit, wäre ein sehr gutes Ergebnis für ihn in der Rangliste. Wäre für den WM-Kampf wichtig für Bergmann, der ist momentan WM-Vierter, 46 Punkte, aber natürlich deutlich hinterklaffen wird, der allerdings heute 0 Punkte mitnehmen wird. Also da könnte er einiges aufholen und wäre virtuell aktuell WM-Zweiter damit. Wobei ich aber auch nicht weiß, wie sehr die Fahrer noch überhaupt auf den ersten Platz gucken, denn Klappenböck, ich weiß nicht, ob man auf ihn überhaupt zielt. Ich tue es eh nicht, dafür bin ich zu weit hinten. Aber ich glaube, wenn man Zweiter wird, hat man hier eigentlich schon alles gewonnen. Den Klaffenböck einzuholen, das ist eigentlich unmöglich. Während hier, wenn wir hier Christian Beckmann sehen, der ein ziemlich solides Rennen macht, ohne aufzufallen, ab und zu hier mal ziemlich weit geht, aber auf Platz 5 gute Punkte für sein Team mitholt. Auch bis zu diesem Rennen erst einmal Punkte bekommen habe durch Christian Beckmann im Kialami. So ist es. Und Bolvon ganz nah dran an Tim Hawk und Kenny Gomez, der versucht jetzt wieder ein bisschen Schadensbegrenzung zu betreiben. Der holt jetzt die schnellste Runde, der fährt jetzt mit Sicherheit auch mit Wut im Bauch und versucht jetzt immerhin 4, vielleicht 6 oder eben mit schnellster Runde 7 Punktchen mitzunehmen. Kann aber, das sehe ich als realistisch an, noch auf Bolvon und Hawk aufholen und vielleicht mit den frischen Reifen noch was versuchen und könnte immerhin noch einen Platz 6 mitnehmen. Aber erstmal kleine Brote backen und erstmal aufholen. Ne? Das ist Schritt für Schritt. Hier ist auch Bolvon an unserem Zugspezialisten. Tim Hawk, der ich glaube jeden außer Bergmann. Attacke von Bolvon, Kurve 10, geht da innen rein und die berühren sich und schon wieder geht da jemand über die Schikane geradeaus. Es gibt es nicht. Es ist wahrscheinlich auch das größte Problem dieser Strecke, diese Schikane, die eins von zwei Möglichkeiten zum Überholen und die ist extrem schwierig. Zu überholen. Das war an sich gut, er war weit genug neben dran, aber einfach zu spät auf der Bremse, nicht hart genug gebremst. Also da kann man Tim Hawk nicht übel nehmen, dass er da gerade ausgeht, ganz im Gegenteil. Und das hilft Gomez, aber erstmal sehen wir hier, wie der Paul da vor einigen Runden die Schikane abgekürzt hat und später die Position wieder hergeben musste. Das hilft nämlich deshalb dem Gomez, weil das sowohl Hawk als auch Wolfmann natürlich Zeit kostet, wenn die sowas machen. Und Bergmann antwortet auf Gomez und holt sich die schnellste Runde einfach mal wieder zurück. Da sieht jetzt aus nach 26 Punkten für Bergmann. Halt hier auf seinen Mediums würde er das höchstwahrscheinlich einfach zu Ende fahren. Wenn nichts mehr passieren sollte. Wir versuchen jetzt mal nichts zu verschreien. Erstmal schauen wir hier auf Budde, der vorbeigeht an Florian Paul, weil der einen Fehler macht. 5 Sekunden gibt es für Paul nur, also das ist wirklich sehr gering, finde ich. Da haben wir schon andere Strafen gesehen, die deutlich härter waren. Aus meiner Sicht vielleicht ein bisschen zu gering, die Strafe. Aber es könnte auch sein, dass das die Ursprungssituation nur war. Jetzt gibt es nochmal Black and White Flag für Gomez wegen Dangerous Driving, das war im Tunnel. Und jetzt schauen wir mal, ob es noch eine Strafe gibt. Hier ist der Alpha Tauri. In der Wand gewesen. Also das Setup von einigen Fahrzeugen auf der Strecke scheint nicht ziemlich gut zu sein. Hier die Wiederholung von Florian Paul sehen, wie er sich verbremst und Bote kann einfach vorbeigehen. Ja, ich kenne die Stelle gut, das passiert so leicht, weil man sich da muss man nur 10 Meter zu spät bremsen und dann kriegst du die Kurve nicht mehr. Immer noch Bolvron hinter Tim Hawk. Muss dann langsam vorbeigehen, um vielleicht noch eine Chance auf irgendwas anderes zu haben. Denn wenn jetzt ein Safety Car kommt, wird es extrem schwer, da vorbeizugehen. Dann wird Tim Hawk noch mal härter verteidigen. Aber mit solchen Sachen da, wie den Querstehern von Bolvron, da kommst du natürlich nicht vorbei. Und der Florian Paul geht noch mal zum Service ganz zum Schluss, holt sich vielleicht noch mal den Soft. Und hier sehen wir Bolvron mit einem viel besseren Exit als Tim Hawk, aber da macht der Hawk die Tür zu und Bolvron bleibt dahinter.
Und Florian Paul holt sich wahrscheinlich nochmal den Soft, versucht vielleicht nochmal auf die schnellste Runde. Frage ist, kommt da ziemlich lange raus? Nein, kommt er nicht, verliert noch die Track Position. Ja, er stand jetzt 10 Sekunden in der Box, er hat einen Schaden, den er reparieren musste. Ja. Und das ist jetzt auch gut hier für Kenny Gomez vielleicht. Wo ist Florian Paul? Da ist Florian Paul. Ah, oh, der verliert all die Positionen. Das ist ja bitter. Ich meine, Gomez wird sich in gewisser Weise freuen. Und geht vorbei wieder. Also, Gomez, der im Grunde von Paul abgeschossen wurde. Der. Paul beschwert sich da. Der ist jetzt wieder davor, also so ein bisschen Vergeltung sozusagen. Und jetzt versucht Gomez, oder wird Gomez natürlich versuchen, da irgendwie noch vorbeizugehen und sich noch ein P5 zu holen. Und dann wäre das okay. Und Florian Paul, der kollidiert schon wieder mit Gomez und Bolvron in der Haarnadel, versucht gegen Haug außenrum, super Manöver. Wenn er das durchzieht, kann er aber in dem Fall nicht. Jetzt muss er es nur auf der Strecke halten, die Traktion auf den Boden bringen und dann kann er es Richtung Kurve 10 nochmal probieren. Sticht er da innen rein? Ja, macht er. Diesmal komm, funktionier auf der Bremse. Tun sie beide nicht. Beide gehen weit und damit bleibt es in der Position so. Und der Bolvron, der verliert das Auto noch fast und beide gehen wohl durch. Der Gomez geht durch und auch der Florian Paul und damit Bolvron nur noch auf der 8. Ist das bitter. In zwei Kurven von im Grunde 5 auf die 8 zurückgefallen und Bolvron hat ein Problem. Der hat ein großes Problem. Er macht da richtig langsam. Höchstwahrscheinlich abgekürzt hat, aber fährt er in die Box? Es scheint, als hätte er Schaden, ja. Holt jetzt nochmal frische Softs, repariert sein Auto. Nichts mehr zu verlieren, versucht nochmal. Kann auch nur noch auf die schnellste Runde gehen. Während hier der Vesuv wieder brodelt. So ist es, Florian Paul aggressiv schon wieder. Also bitte kommt euch nicht nochmal ins Gehege, das wäre mein Wunsch. Der Vulkan ist erst einmal ausgebrochen, aber er ist schon wieder am Spucken. Und die beiden werden es höchstwahrscheinlich wieder hart klären. Einer von beiden wird noch einmal. Also den Kontakt zwischen den beiden wird es wahrscheinlich nochmal geben in diesem Rennen. Also die Ereignisse haben sich da ein bisschen überschlagen. Also das war schon wieder ganz schön wild. Und Gomez will es jetzt wissen gegen Haug. Sticht da einen rein, es gibt die Berührung. Ui, aber der hält da dagegen und es kollidiert. Nein, das gibt's nicht. Gomez ist raus. Gomez in der Wand, Vorderrad ab. Das kann nicht sein. Safety Car deployed. Safety Car nochmal ganz kurz vorm Schluss. Das kann nicht sein. Gomez sagt, der Idiot hätte mir wenigstens ein bisschen Platz lassen können. Unfassbar, so kurz vorm Schluss. Und damit sind auch 45 Sekunden Vorsprung von Bergmann auf Jannikas weiter weg. Unfassbar. Der hier jetzt natürlich in die Box geht. Achtung, natürlich richtige Entscheidung. Der verliert nämlich Tunnel. Keine da Position. Da ist ein Reifen auf der Ideallinie. Das Wrack steht auf der linken da Seite. Der Reifen, der wird von der Rennleitung angesprochen gerade. Und gut. Der kickt den einfach weg. Ja, so will dazu. Bergmann wahrscheinlich nochmal auf dem Soft, schätze ich mal. Das wird natürlich untersucht. Wir warten gespannt auf die Wiederholung. Ich habe es aus dem Winkel nicht ganz gesehen, aber es darf doch nicht sein. Kann nicht sein. Gehen weiter und Budde in die Box. An Buddes Stelle würde ich das machen, was weiter nicht macht. Und das macht er auch. Weiter Budde fährt weiter und Budde fährt in die Box. Das ist auch hinten bei Bergmann, Paul und Haug. Würde ich auch reagieren, kommt auf an, was der Vordermann macht, weil überholen auf der Strecke ist trotz dem weichen Reifen nicht leicht. Wurde hier Boxenausgang. Oh, da ist er wieder weit über auf der Linie. Das kann es doch nicht sein. Das ist das zweite Mal, dass ich bei ihm jetzt schon gesehen habe, dass er über die Linie fährt. Es könnte sein, dass das noch eine Strafe nach sich zieht. Hier auch der Teamkollege, nämlich dem Haupt, der geht jetzt auch zum Service, genau wie Reusdorf, der jetzt aktuell 2 Punkte holen würde. Der wird gleich an Gomez noch vorbeigehen. Und bleibt es abzuwarten, ob das Rennen nochmal freigegeben wird oder ob wir das unter dem Safety Car beenden und dann so heimkriechen. Hatten wir in der Saison auch schon. Ich erinnere an die Türkei, in der Kollege Walter, der jetzt auf der 2 ist, den Sieg weggeschmissen hat, weil er nochmal zum Service ist. In dem Fall würde es Bergmann sicherlich freuen, der würde am liebsten einfach unter dem Safety Car zu Ende fahren. Der hat nämlich, muss man sagen, sich hier nichts zu Schulden kommen lassen, super Rennen gefahren, hätte das hier mehr als verdient zu gewinnen. Hier nochmal, also, das hier ist die Aktion Bolvron gegen Haug. Der Bolvron, der da fast das Auto verliert, Gomez, der gut reagiert und vorbeigeht. Und hier die Attacke, also von Gomez, der sticht da rein.
Das ist alles legitim. Hier verhaken sie sich ein bisschen, würde ich sagen, jo Allah. Und dann würde ich sagen, hat Haug den in die Wand geschossen. Also natürlich kann man da argumentieren, naja, also war das jetzt sinnvoll, von Gomez da daneben zu bleiben, aber schlicht und ergreifend muss man sagen, der Haug fährt den einfach in die Wand. Der kann sich nicht in Luft auflösen, der Gomez. Und der war weit genug nebendran, würde ich sagen. Ja, der war auf jeden Fall weit genug nebendran. Das ist halt eine schwierige Stelle. Ja, und aber das wäre auch eine Stelle, die ich persönlich verbessern würde, diesen Ausgang der Schikane. Dass, wenn man dort überholt, man nicht von dem anderen in die Wand gedrückt werden kann, sondern dass man da vielleicht gerade nach vorne dann so leicht schief fährt. Dass es dort auch ein bisschen das Racing vereinfacht und auch ermöglicht. Ja, das wäre tatsächlich schön. Zu Gomez kann man eigentlich nur sagen, in dem Rennen hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Oliver Bolvron, Dennis Probatnik, ihr dürft das Safety Car überholen, ihr dürft euch runterrunden. Und damit ist auch Binder Reusdorf mit 2 Punkten. Bekommt er die doppelte Punktzahl als sein Teamkollege. Hier nochmal Lukas Budde, der die Linie überfährt. Da hat der Reusdorf den Gomez einfach mal outperformt, muss man mal sagen. Und wie du sagst, wie wir gesehen haben, Budde einige Male über die Linie gefahren. Ja. Kenny, du darfst escapen. Will aber nicht. Dann DQ ich dich. Oh Mann, ich hab mal so was. Gomez will sein Auto nicht lassen. Zwei Wochen in die Klinik. Komm, musst du jetzt am Schmollen. Verständlich, muss man sagen. Hatte eigentlich fahrerisch ein richtig gutes Rennen. Ja. Nur die Zweikämpfe haben es ihm dann verbockt. Und hier nochmal. Lukas Budde über der Linie. Das ist zu viel. Die Frage ist, was ist die Definition? Linie berühren, Linie überfahren? Ich glaube aber, in beiden Fällen ist er hier drüber, ja. Du darfst nicht auf die andere Seite der Linie kommen. Auf die Linie darfst du drauf, aber du darfst nicht über die auf der anderen Seite der Linie rauskommen. Binder Reusdorf darf sich ebenfalls noch unterrunden. Und im Übrigen, das Schmollen von Gomez hat dazu geführt, dass Reusdorf sich auch unterrunden darf, weil das Windycar dadurch nochmal eine Runde länger draußen geblieben ist. Also, jetzt auch, dass das die letzte Runde fürs Windycar ist. Dann gibt es nochmal 2 Runden Racing. Extrem hartes Racing in Monaco. Und während wir hier den einzigen Schnellen auf der Strecke sehen, sowas hätte ich bei Binder auch nie erwartet zu sagen. Ah ne, Dennis Probatnik ist auch noch da. Hey, war das jetzt auf mich bezogen? Du hast schon mal safe 20 Sekunden Zeitstrafe. Warum? Du bist 4-mal auf die Boxenausfasslinie überfahren. Was? 4-mal. Wo? Direkt als du rausgekommen bist, bist du immer links raus. Nein, ich fahr mit dem Reifen drauf. Lukas, wir haben drauf. Ich fahr mit dem Reifen Nein, drauf? Lukas, du kannst nicht gucken. Du hast 20 Sekunden Zeitstrafe verschoren. Tut mir leid. Eieiei. 4-mal ist er über die Linie gefahren. Ich hab gerade mich gefragt, ob wir jedes Mal dasselbe Ausfahrt sehen, weil 2-mal habe ich gesehen, live. Ob wir dann von den 2-mal die Wiederholung sind, aber Safety Car in this lab, Safety Car in this lab. Wir haben das 2 Runden. Die nächste Runde, die kommt kein DRS. Für die letzte Runde ist DRS freigegeben. Also es gibt einige Zeitstrafen. Das zu sortieren wird schwierig. Hier nochmal für Haug auch nochmal 20 Sekunden im Übrigen. Auch Budde hat 20 Sekunden Zeitstrafe. Budde hat 20 Sekunden für eine Kollision bekommen. Also viele Zeitstrafen. Wir gehen in die letzten 2 Runden. Wir drücken die Daumen für Bergmann, wenn sie Bergmann-Fan sind. Und der gibt das Tempo jetzt vor und gibt Frühgas, macht das gut, kann sich direkt ein Stückchen absetzen und Bergmann führt das Rennen hier also in die letzten 2 Runden in Monte Carlo. Weiter dahinter auf Hart, der muss die Position irgendwie versuchen zu behalten, wird attackiert von Lukas Budde, der aber erstmal da hinten bleiben muss, weiter verteidigt Hart und gut. Und jetzt geht's Richtung Kurve 3, bis dahin sauber, keine Kollision mehr, jetzt müssen sie alle nur zu Ende fahren und dann hat jeder von denen hier irgendwelche Punkte und sogar in Plural, nämlich mindestens 2. Ja, hier ist auch eigentlich der einzige nur unter Angriff Yannick Hasweider, der auf dem alten harten ist, während alle anderen auf einem frischen soften sind. So ist es. Und Bergmann kann davon richtig gut profitieren und wegfahren. Und der Weiter, der hat jetzt richtig Probleme. Das wird schwierig, das noch über die Distanz zu bringen.
Aber ich muss auch sagen, beim Restart habe ich zumindest Lukas Budde gesehen. Schau, außenrum jetzt Budde, die Attacke, Kurve 10, weiter ist er machtlos, aber Budde verschätzt sich, das ist unnötig. Der hätte den gehabt, wenn er nicht so spät gebremst hätte. Und damit weiter wieder vorne, also für weiter läuft es momentan noch richtig. Eigentlich ist weiter muss als auch auf sowas hoffen, auf Fehler. Der war da bestimmt in der Wand, wir haben es leider aus der Kameraperspektive nicht gesehen. Jan Lenkers weiter muss hoffen, dass seine Hintermänner Fehler machen oder hinter Beckmann jetzt festsitzen. Und Bergmann zieht denen da 8 Sekunden weg, holt sich nochmal die schnellste Runde. Beckmann unter Druck von Paul, Haug und Bolbron. Und hier sehen wir nämlich genau das. Paul ganz, ganz nah dran. Da vorne sehen wir weiter, der sich verteidigen muss gegen Budde. Das ist nochmal richtig spannend. Wir sind in der letzten Runde des Rennens und es ist noch nicht entschieden, wer hier auf dem zweiten Platz steht. Jetzt mal ganz unabhängig von den Zeitstrafen. Da schießt der Budde den weiter ab in der letzten Runde des Rennens. Weiter kommt zurück auf die Strecke, ist jetzt aber immer noch auf der 3. Und da geht es jetzt runter drüber. Da ist nämlich der Florian Paul, der jetzt attackiert gegen Wolfron in der Haarnadel, side by side. Wolfron hält da dagegen. Letzte Runde, es geht runter drüber. Paul dreht sich fast weg, hält das Auto über. Irgendwie auf der Strecke und ist jetzt neben Wolfron. Wolfron kann davon profitieren. Außenrum im Tunnel geht vorbei und damit Wolfron jetzt auf der 5. Was ist denn hier los? Attacke nochmal von Florian Paul. Side by side. Diesmal geht sogar gut. Es geht niemand weit. Und Wolfron kann aber davor bleiben. Leck mich am Arsch. Und Noah Bergmann. Noah Bergmann. So ein gutes Rennen gefahren. Noah Bergmann gewinnt den großen Preis von Monte Carlo. Und Lukas Budde kommt als Zweiter über die Linie, wird diesen zweiten Platz nicht behalten und lässt sogar noch den Weiter vorbei, wie es scheint. Super gemacht. Der wird wahrscheinlich davor auch gewertet werden. Faires Manöver. Dahinter dann also Beckmann, Wolfron und Florian Paul und Tim Haug. Und es gibt noch ein paar Strafen für Corner Cutting und wir müssen warten, bis das Ergebnis da ist. Aber erstmal muss ich ganz kurz atmen. Ich kann zumindest von dem Rennverlauf sagen, Noah Bergmann hat sich nichts zukommen lassen, zu Schulden kommen lassen und wird das Rennen auf 1 beenden. Jan-Niklas Weiter wird höchstwahrscheinlich, weil ich von ihm auch nichts gesehen habe, außer dass er hinterhergefahren ist hinter dem Train, jetzt auf 2 das Rennen beenden. Während alle anderen noch Strafen bekommen, ab 3 wird es unübersichtlich. Und Binder-Reusdorf darf sich feiern. Super Rennen gefahren. 10 Sekunden bekommen für Boxenausfahrt. Aber gut, als erstes Rennen nach langem, da kann das mal passieren. Gut, also 2 Punkte. Und Noah Bergmann, wie du gesagt hast, lässt sich nichts zu Schulden kommen. Super Rennen gefahren. Gratulation, verdienter Sieger. Und Weiter kann da nichts dafür. Und das ist schon das vierte Mal, dass in den letzten paar Runden irgendwas bei Weiter schief läuft. Tragisch, der tragische Held der letzten Runden. Und da gibt es no further action für. Das ist aber für die Aktion gegen Beckmann. Das war einfach ein bisschen unglücklich. Hier sehen wir nochmal Bolvron, wie der reingestochen ist gegen Paul. Das war super gemacht, muss ich mal sagen. Allem auch fair. Ja. Und damit hat keiner gerechnet. Dann kann man argumentieren, ob Florian Paul da abgekürzt hat in der Haarnadel. Aber Bolvron ist ja im Endeffekt vorne gewesen. Und da gab es die Berührung. Und also wie Florian Paul da nicht in der Wand gelandet ist, das ist mir ein Rätsel. Hui, ui, ui. Und hier nochmal Bolvron. Aus Bolvrons Sicht super reingestochen. Das war wirklich Wahnsinn. Der Lunst des Rennens, vielleicht sogar der des Jahres. Ja, des Jahres würde ich jetzt nicht sagen, weil ist ja nicht wirklich an Paul vorbei. Ich glaube, da gab es keine Berührung. Ich glaube, da hat Florian Paul auf dem Gas verloren, aber es kann auch einfach nur sein, dass ich jetzt falsch gesehen habe. Hier nochmal Paul, der wollte es dann noch wissen. Mehr. Das war diesmal auch fair. Ich habe schon gedacht, es kracht. Aber fair gemacht und Bolvron war dann aber davor wegen der besseren Beschleunigung. Und Noah Bergmann gewinnt den großen Preis von Monte Carlo. Wir können es nicht oft genug sagen. Super Rennen, super gefahren. Verdienter Sieger in Monte Carlo mit der schnellsten Rennrunde. Dann Jan-Niklas Weitzer also auf der 2, Florian Paul auf der 3. Da gab es einige Strafen. Christian Beckmann auf der 4. Dahinter dann Lukas Budde und Oliver Bolvron, Tim Haug und Probatnik, Reusdorf, Gomez. Die wurden jeweils das DNF gewertet. Reusdorf müsste aber Punkte kriegen. Also da einmal die Regie vielleicht noch einmal kurz aufklären, was da los ist. Ansonsten auf der zweiten Seite noch weitere ausgeschiedene. Dann haben sie nämlich Peller, Terrorheizer, Probatnik und Klaffenböck. Und das war mal wieder ein unfassbar wildes Rennen. Wir schauen auf den WM-Stand, Julian. Klaffenböck bleibt auf der 1. Florian Paul und Bergmann gehen an Terrorheizer vorbei, der jetzt nur noch auf 4 liegt. Jan-Niklas Weitzer auf der 5, Bolvron auf der 6, Kenny Gomez auf der 7,
Die Toyotas verlieren nach vorne. Ich glaube nur noch auf 8 und 9. Lukas Budde ist jetzt neu auf Seite 1, auf der 10. Charles Ricciardo auf der 11. Beckmann auf der 12. Tim Haug auf der 13. Pobatnik will jetzt punktgleich mit Ten Hamsen und Erlinghäuser, Thiele, Heller, Mücke und Gerson. Ich glaube, alle nicht mitgefahren. Oder Jomas ist mitgefahren. Verlieren nach vorne und komplettieren so die Top 20. Für die Konstrukteurs-WM Aston Martin, obwohl sie keine Punkte holen konnten, der Vorsprung ist also geschrumpft, aber nach wie vor auf der 1, dann McLaren. Williams geht vorbei an Porsche und an Toyota. Red Bull und Alpha Tauri punktgleich mit 47 Punkten. Mercedes dann auf der 8, Audi auf der 9, vorbeigegangen an Ferrari. Jordan neu eingestiegen jetzt als WM Platz 11. Und das war's mit den WM-Ständen. Nächstes Mal geht's nach Manicur. Wir sind endlich wieder zurück auf dieser schnellen und so beliebten Strecke. Wir freuen uns drauf auf Frankreich. Es wird ganz großartig. Großartig, großartig. Schaltet auch dann wieder ein. Ich freue mich auf euch. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Ich hole mir jetzt erstmal eine Maniküre. Okay. Gut, ja. Okay.